Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, nach meiner letzten Rede wurde mir von Frau Weber von der SPD entgegengehalten, wie man so ein ernstes Thema mit einem Fußballspiel vergleichen kann. Da fällt mir spontan Ruanda ein. Ein Staat, der von Deutschland in den letzten 3 Jahren über 100 Millionen Euro an Entwicklungshilfe bekommen hat und dessen Präsident Paul Kagame hat nun 35 Millionen Euro an Arsenal London überwiesen für Trikotwerbung Visit Ruanda. Nun leistet also Deutschland indirekt Entwicklungshilfe für Großbritannien über Afrika. Klingt zwar komisch, ist aber so. Und so hat das eben, liebe SPD, eben immer alles was mit Fußball zu tun. Bunte Welt, Unterwelt. Zur Sache und zum Antrag der FDP für ein neues EU-Afrika-Abkommen. Sie sagen, dass globale Herausforderungen globale Lösungen benötigen. Eine konzertierte Entwicklungszusammenarbeit ist der kleinteiligen, bilateralen Zusammenarbeit vorzuziehen. Wir sagen, bilaterale Hilfe stärken, national Verantwortung und Kontrolle übernehmen und eben nicht abgeben. Nicht Europa Superzahler werden ohne Einwirkungsmöglichkeiten des deutschen Parlaments, ohne Einwirkung in Umsetzung und Rechtsprechung. Denn was die Zentralisierungseuropäer einmal haben, das geben sie natürlich nicht mehr aus ihrer Hand. Und das bedeutet Schaffung neuer europäischer Superstrukturen, die einfach eins tun, weiter Kosten erzeugen. Aber was kann Europa derzeit überhaupt Afrika bieten? Ein eigener Kontinent im globalen Selbstfindungsprozess, wanken zwischen globaler Zentralisierung und nationalem Heimatgefühl. Ein Europa der Vaterländer trifft auf Grenzöffner und Allweltversteher. Welches europäische Gesamtkonzept wollen Sie Afrika bieten? Afrika, die Wiege der Menschheit, besteht nicht nur aus 55 Ländern, den vielfältigsten Kulturen, mehr als 2000 Sprachen, sondern auch durch einmalige oder ehemalige Kolonialmächte willkürlich gezogene Grenzen. Nahost lässt grüßen. Es hat weder eine zentrale Wertevorstellung noch einen gemeinsamen Zielhorizont. Zudem wird hier gerne übersehen, dass der Norden Afrikas zum Großteil aus muslimischen Staaten besteht. Staaten, die nicht nur fragil sind, sondern diverse Menschenrechte, unsere Werte, nicht annähernd teilen. Jenseits der Klicken- und Vetternwirtschaft ist auch die teilweise vorherrschende archaische Grunderziehung unter trennende muslimische Glauben ein großer Hemmschuh in der Umsetzung europäischer Strukturen. Gerade auch dort, wo der muslimische Glaube zur Staatspolitik wird. Und genau dieser Glaube ist eben auch das Problem bei Wachstum und Entwicklung. Und das kommt nicht von uns, das ist der religionssoziologische Ansatz von Max Weber. Den kann ich nur empfehlen, der ist lesenswert. Genau, wer das nicht realistisch sieht, wer das nicht ehrlich sieht, wird nicht die richtigen Antworten auf die Fragen der Zukunft geben können, zumal viele zusätzliche Probleme durch den Kampf um Rohstoffe entstehen. Neben einer Migrationsindustrie entsteht gerade auch eine sich selbstversorgende Entwicklungshilfeindustrie, die sich etabliert hat. Immer mehr Menschen verdienen an der Hilfe mit der Not anderer. Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel von einem Euro Entwicklungshilfe wirklich bei den Menschen vor Ort ankommt? 10 Cent, 5 Cent, 1 Cent? Wie wäre es denn, wenn wir die Frage mal von hinten herstellen, was müssen wir tun, damit möglichst alles bei den Menschen vor Ort ankommt? Ja, jetzt kommen wir zu unseren linken Freunden. Der Antrag der Linken, nun ja, wie immer ganz nett angefangen. Man hat schon die Hoffnung, sie schaffen es diesmal, aber nein. Kurz vor der Zielgeraden funken diese postkommunistischen Gedanken immer wieder dazwischen. Die Gesinnungsethik schlägt emotionale Wellen und verhindert so eine wirkungsvolle Verantwortungsethik. Denn was fordern unsere roten Weltenretter? Legale Migrationswege für alle zu schaffen und allen Geflüchteten, also auch allen, die noch kommen werden, und Zugang zu einem fairen Asylverfahren zu bieten und zum geltenden Arbeitsrecht der EU. Das bedeutet nach Schätzungen bis 2050 700 Millionen Flüchtlinge, davon 70 Millionen auf dem Weg nach Europa. Unter diesen Bedingungen vermutlich viel mehr. Und ich wiederhole, nein, nein, 700 Millionen, ja, aber 70 Millionen auf dem Weg nach Europa. Ich wiederhole, man kann nur helfen, wenn man in der Lage ist zu helfen. Einer der Einsatzgrund jeder eines Hilfeleistenden ist, bring dich bei der Hilfe niemals selbst in Gefahr. Niemals.
Was Sie tun wollen, liebe Linke, ist, das deutsche Sicherheits- und Sozialsystem vorsätzlich auszuhöhlen und auszulöschen. Und wir sagen, kommen Sie endlich aus Ihren Wolkenkuckucksheim. Genau. Und übrigens, man kann mit dem Geld, welches wir in Deutschland für die Bewältigung der Fluchtkrise aufwenden, vor Ort in Afrika, im Faktor 100 helfen. Heißt, entweder helfen wir 1 Million Menschen in Deutschland oder 100 Millionen in Afrika. Wir brauchen keine offenen Grenzen, sondern ein stabiles Deutschland, ein Deutschland, was helfen kann und es auch will. Realistisch und ehrlich. Ich komme zum Schlusssatz. Denn damit der kranke und auch ruhende afrikanische Löwe endlich springen kann und nicht vom chinesischen Drachen verschlungen wird, bedarf es nicht eines europäischen Sternenhimmels, sondern eines vitalen deutschen Adlers. Danke. Als nächstes für die SPD.